Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und wir spielen Mittelerde im Schatten des Krieges. Wow. Genau, wir sind jetzt hier im Wir sind jetzt hier im ersten Akt und sind hier in einer der letzten Stationen der Revolution gegen Sörd und seine Armeen. Und das möchte ich mir ganz ein bisschen aufhalten. Deswegen springen wir nach unten und suchen uns jemanden, den wir verhören können. Was weiß ich schon von sie? Da. Sein Geist ist schwach. Da drüben! Wer führt die Suche nach dem Palantir? Genau. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn hier schleichen? Also vier Tasten gab es bis jetzt nicht rauszufinden. Ich weiß, dass wir auf A schneiden. Und den ersten Teil, dass ich das gespielt habe, ist schon Ewigkeiten her. Okay. Wenn ich RT gedrückt halte, dann schleiche ich. Und das Ganze macht sich ganz gut. Wir möchten aber noch den zweiten da drüben verhören. Denn mehr Informationen sind einfach mal besser. Ach, da ist noch was? Nein. Mensch. Schleicht da jemand umher? Ja, könnte man fast meinen. Seht, der Waldläufer! Das wird wetter! Vor mir nieder! Ja! Ist es das gleiche? Oh, so. Okay. Und da hinten ist noch einer. Und die habe ich jetzt vorhin nicht ganz so geschickt mit den Tasten. Ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme. Genau, hier ist jetzt schon ein bisschen mehr los. Und ich weiß nicht. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir uns hier anschleichen können. Okay, Feuer brauchen wir bei denen. So. Wir haben ein bisschen Informationen gehabt, gekriegt, bekommen und können uns jetzt mal darum kümmern. Ich glaube, da hat sich ein...
Ich hoffe, dass ich noch mit den Tasten besser klarkomme. Dass ich mich da geschickt einstelle. Was tun wir so weit hinter der Front? Befehle, wir sind die Nachhut. Nachhut? Aber all die schöne Beute ist doch da vorne! Du Mann! Es ist der Klappmeister! Och, Leute! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Stallion, der Bogen! Und jetzt? Okay, halte LT gedrückt, um zu ziehen, RT, um zu schießen und lass. Oh, da ist einer. Okay, komm mal so. Hätten wir die alle nicht können? Bestimmt. Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besessen, könnten wir das Blatt wenden. Ich will immer auf L und R drücken, um zu rennen. Aber das funktioniert nicht. Das macht man mit A. Okay, mehr als 20 Pfeile können wir nicht nehmen. Und jeder einzelne Stück. Der Hexenkönig war mal ein Mensch. Nun, ich bin froh, dass er es nicht Oh Gottes Willen. Das mache ich ganz gerne. Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Ja, machen wir gleich. Ich habe nur kurz ein paar Pfeile. Ich habe davon erhöhten Bedarf. Und das dauert echt. Oh, schön. Kann ich hoch. Vorne gibt es noch welche, ich weiß gar nicht, ob wir mehr als 4 mitnehmen können. Sieht nur so aus. Ah, 5 sind es. Jetzt sehe ich es gerade. 5. Nicht Bier. 4. So, nicht Bier. Bier gibt es nicht. 4 aber. Und hier ist schon deutlich mehr los. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Ja, wo ist er denn, der Kleine? Ah, da. Okay. Bin unterschleichen. Das ist die Richtung, da müssen wir hin. Und uns vor allen Dingen an ihn anschleichen. Haben die uns bemerkt? Nein. Hast du vor kurzem auch diesen Donner gehört? Das war kein Donner, du Narr. Das war der Schicksal. Kann ich eigentlich hier hoch? Ja, ich kann hier auch. Dann machen wir das Ganze von oben. Beziehungsweise versuchen, da hinzukommen an den kleinen Schlingel. Und da ist der. Da komme ich aber nicht drüber. Das ist ungünstig. Ich weiß nicht, glaube ich, springe ich da rüber oder springe ich da runter? Runter wäre natürlich. Ach nein, ich springe rüber. Es nennt sich Palantir und ist der Grund, weshalb wir hier sind. Die Stadt ist nur ein Hindernis zwischen uns und ihm. Findet den sehenden Stein und übergibt ihn direkt an mich. Mit ihm erobern wir Mittelerde, Männer! So ist sein Plan? Supi! Nein.
Ich wollte mich super von hinten anschleichen. Ihr seht, klappt das wunderbar. Ich bin wirklich echt sehr, sehr grazil. Man kriegt mich nicht mit. Ich hänge auch nicht stundenlang nicht an irgendeiner Mauer. Und nach hinten springen wir nicht. Oh Gottes Willen. Ja, mach doch schön mit. Ich dachte, ich sterbe. Ja, komm. Nein, Mann! Gondor hätte mehr Verstärkung schicken sollen. Das ist unsere Stadt, Menschling. Du kommst zu spät. Krakow. Das... Sagt er noch was? Ach, sie macht mit. Sehr schön. Oh Gott, das war A und A muss man weg. Oh, das wird natürlich, wenn Batman mag, dann wird man das wieder gerne spielen. Ist ja vom Kampfsystem so ähnlich. Oh Gott, das will nämlich ausweichen. Ich töte dich. Getötet. Nicht gerade sehr cool und elegant, aber... Ja, wo renne ich denn wieder rum? Stopp, wo sind dein? Das Aufheben. Schön. Okay. Ach so, was ist das und? Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Ach, um uns geht das Spiel. Wenn wir sterben, dann wird nochmal geladen. Rennt die so schnell oder wir so langsam? Oder ein bisschen von beiden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das Ewigkeiten langsam vor. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Keine Ahnung, ob wir eine andere Taste schlagen? Achso, mit der. Therion braucht unsere Hilfe. Wir können ihn nicht zurücklassen. Sind wir fertig? Ist das ein Ork? Wieso haut der ab? Kein Ding. Keine Ahnung. Wir lassen ihn aber mal kämpfen und rennen der hinterher. Denn das ist unsere Mission. Wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. Mach den Weg frei. Das tut er schon seit Willkommen. Wochen. Ja.
Ist er tot? Okay, wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit, jetzt umzustehen. Wenn. Da rennen. Ich glaube, das war gerade komplett falsch jetzt vor der Haut. Wir vergessen das einfach. Aber schön sieht's aus. Ich würde hier gerne mal mich umgucken, aber ich fühle mich ein bisschen gehetzt und habe keine Zeit. Ja, komm. Warum die also nicht geholfen haben, weiß ich auch nicht. Taste und ich mache sonst all nieder. Wir haben es drauf. Ja, wenn ich die Menschen hier wären. Nicht immer die im Weg stehen und uns aufhalten. Ich komme trotzdem ein bisschen langsam vor. Okay, wir sind da. Wollen wir rein oder raus? Schnell! Durch das Tor! Was tust du da? Ich komme nach. Geh! Lass die Schützen Unterstützung geben. Okay. Wird nicht viel bringen, wenn ich bin. Nein, es kommen noch welche. Noch ein paar. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste. Und wir haben genug Schützen. Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idril. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist dein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ytir zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt.
Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten. Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Wow. So. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Schluss ist. Aber ich glaube, grundsätzlich, das ist jetzt eine gute Zeit, uns jetzt das zu pausieren und das nächsten Tag weiter zu spielen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat das. Ich habe wirklich einen Sprachfehler heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze kommentiert, abonniert und ganz viele Däumchen hinterlässt und fleißig zuschaut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye.